So, guten Abend, liebe Horrorfreunde, und willkommen zu einer weiteren tollen, lustigen Runde Amnesia. Draußen prasselt der Regen gegen das Fenster, es ist stürmisch. Und wir sind weiter im Dungeon unterwegs. Und ja, Drache hat sich zwar ein bisschen weiter verarbeitet im Spiel, ist aber immer noch nicht so weit wie wir, wollte jetzt auch mal wieder nicht, beziehungsweise antwortet nicht, und aber Wolfi ist mit dabei. Hallo. Ja, und Wolfi, würde ich mal sagen, wir gehen jetzt von dieser dunklen Tür links in den noch dunkleren Raum da lang. Achso, ah, da ist links, also du meinst da, wo das Licht ist? Ganz am Ende, ja, da scheint oben so Decke durch. Ja, genau, okay, ja, dann sind wir d'accord. Und da kommt Flashback. Oh. Hey, you! Stop! Don't come any closer! I just want to leave! You can't go outside! It's too dangerous! I'm telling Gabriel! I doubt that very much. Grüße, Daniel. Na, ganz groß. Oh Gott, es ist dunkel und es sind keine fucking hier zum Anmachen. Da geht's nach. Ja, das heißt Ölverschwender. Oh, was sind das hier für... Links für ein Kerbon. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Was ist los? Scheiße, die Tür kann sie nicht öffnen. Shit, 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 shit. Hast du schon wieder ein Monster? Oh shit. Ist es bei dir noch nicht gekommen? Fuck! Nein, scheiße. Oh fuck, ich bin richtig im Arsch. Ja, die Tür ist zu. Ich habe mich hinter den Tonnen versteckt. Ja, ich probier's auch. Scheiße, es hat mich gesehen. Nein, jetzt muss ich rennen. Es hat daneben geschlagen. Ja, ich weiß nicht, wohin ich kann, ey. Scheiße, das hier ist halt so ein langer Raum. Der ist direkt hinter mir und haut mir gleich tierisch eins auf die Backen. Ah, fuck, ey. Ich trau mich hier nicht, Licht anzumachen. Und ich bin schon langsam dem Wahnsinn nah. Okay. Dude, ich hab hier gerade was sehr Seltsames. Was denn? Oh, fuck, 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 fuck! Warte kurz, ich hab einen Flashback. Okay, er ist weg. Alter Falter, okay, ich hab etwas sehr Seltsames. Also ich bin einfach weggelaufen. Bin in irgendeine Tür rein, die hat ein Flashback gemacht und das Monster war weg. Und also, ich bin gerade saufroh, ich weiß nicht, wo ich bin. Ich bin nämlich einfach irgendwo hingelaufen. Muss irgendwo hingelaufen, weil die Tür ist hier zu, es geht nicht weiter. Ja, das Problem ist, ich habe keine Ahnung, wie ich zurückkomme. Weil ich einfach blind gelaufen bin, einfach gerannt. Ja, da war eh nur, so eine Buchse. Ja, ich weiß gar nicht, wo müssen wir jetzt hin? Wir kommen jetzt hier nicht mehr weiter. Ich muss erstmal zurück zu dir. Also ich bin jetzt an der Stelle, wo es weitergeht. Aber ich will wieder zurück. Ey, fuck. Na, ich habe hier blaues schimmernde Licht. Ja, großartig. Wo bist du denn lang gelaufen, Alter? Ich habe keine Ahnung, Mann. Ich war in Panik. Nein, da ist es wieder. Scheiße, scheiße. Ah, ich muss wieder laufen. Komm, 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 komm. Zieh. Eieieiei. Ich warte dann mal auf dich. Ich bin wieder da, wo wir angefangen haben mit dem Aufnehmen. Du suchst jetzt mal irgendwo eine Tür. Ich bin hier. Oh fuck, es ist vor der Tür. Verpiss dich. Gott sei Dank ist der Raum hier ein bisschen behellt, aber halt, ich glaube nicht so, dass ich mich sehe. Oh fuck, ich hör's halt. Es muss mich eigentlich sehen. Ja, aber wir müssen ganz wieder zum Anfang zurück, wo die Steine waren. Das kannst du gerne machen. Ich hab hier draußen ein Monster, ich kann gar nirgendwo hingehen. Ja, weil du es immer mit ihm rumspielst. Was heißt denn hier rumspielen? Ich hab mich versteckt und das Viech, also bei dir läuft es an den Kisten vorbei, bei mir ist es einfach hinter die Kisten gelaufen und hat gesagt, hallo. Ach scheiße, ich will hier aus dem Raum nicht mehr. Also such mal. Ich gehe aus dem Raum nicht raus, bis du nicht auch in dem Raum drin bist. Ich bin Raum. Ich kann auch, glaube ich, gar nicht raus. Also es geht halt leider von der Tür nicht weg. Ich weiß ja gar nicht, wohin du gelaufen bist. Wo bist du denn hingelaufen? Also du hast ja nicht so viele Möglichkeiten gehabt. Gute Frage. Bist du denn bei dem Stuhl rechts oder links? Ich glaube links.
Und dann nochmal links. Das Problem ist halt nur, wenn du jetzt zu mir aufschließt und ich mach die Tür auf und sterb sofort, dann muss ich den ganzen Scheiß nochmal spielen und hab keine Ahnung, wohin ich muss. Also eventuell sollte ich jetzt mal irgendwie. Da geht's gucken, zum Lagerraum. Hier gibt's aber auch keine Waffen mehr. Ich will dem Kerl ins Gesicht schlagen. Ich gehe jetzt zur Küche wieder zurück. Das Problem ist halt, dass die Monster nicht mehr verschwinden. Ich wüsste wo. Ja, okay, gut, ganz ehrlich, also es ist weg, ich bleib aber in dem Raum. Also, ach fuck, jetzt ist es wieder da. Ja, das steht da irgendwo Wache. Ah fuck, jetzt ist es wieder direkt vor der Tür. Nein, verpiss dich! Ich bin jetzt übrigens hier beim Tunnel, wo wir angefangen haben. Ich warte mal auf dich, da gehe ich nicht alleine weiter. Alter, das beißt mir hier gleich durch die Wand durch. Also ich höre es von links einfach. Es ist direkt links neben. Also ich sitze halt in der Wand gekauert, an die Wand gekauert, dass es mich nicht durch die Tür sieht. Treibst du aber auch deine Späße mit dem Vieh? Ja, fuck, ey. Ja, das Problem ist, ich komme da nicht mehr raus. Hier ist Licht, also ich kann mich nicht irgendwie rausschleichen, weil es einfach taghell ist, der scheiß Raum. Das war aber auch schon wieder mal heftig. Stehst du da in der Ecke, weißt du, du kommst nicht weg. Und dann willst du dich verstecken und die einzige Tür, die da ist, die ist zugeschlossen. Ja, das Geile ist, dass du halt weiter vorne warst und ich dachte, bei dir kommt halt irgend so ein Monster, das bei dir ja immer mal wieder so vorbeischaut. Auf ein kleines Bläuschen. Also gehe ich ganz unbedarft weiter und auf einmal drehe ich mich um und so, fuck, ist schon ziemlich nah, das Vieh. Ja gut, was soll ich denn jetzt deiner Meinung nach machen? Soll ich mal den Ausbruch versuchen? Versuch mal den Ausbruch, ja. Kannst ja vorher speichern, okay, oder so. Ganz leise die Tür aufmachen. Ja, wenn ich hier nicht rauskomme, dann brauche ich nicht speichern. Na? Ja, fuck, ey, da ist nichts. Also, es ist rotzedunkel, ja. Mach Licht an. Das Problem ist, sobald ich die Lampe anmache, also das letzte Mal war es halt so, ich mache die Lampe an, laufe ein bisschen und dann höre ich es halt wieder. Aber ich sehe halt nicht weit genug, um es überhaupt zu sehen, ja. Ah, ja gut, das muss jetzt sein. Sonst, also ich meine, ich kann ja hier nicht ewig drin bleiben. Ja, das Problem ist aber, also ich weiß, wo es weitergeht und ich glaube, da ist das Monster nicht. Geht's denn weiter, bitte? Ich sehe hier Licht, ich gehe einfach zu dem Licht. Ganz langsam. Ja, da ist eine Note. Komm, leck mich am Arsch, such die scheiß Note, leck Was mich am Arsch. Was ist denn da eine Note, bitte? Ich weiß es nicht. Wolfi, wenn du solange du keinen Anhaltspunkt findest, wo ich mich orientieren kann, gehe ich da auch nicht wieder rein. Ah, fuck. Okay, warte, ich mach mal hier die Note weg, bla bla, da ist ein bisschen Brot. Ey, du musst nachher mal die Note dann gelesen haben und mir sagen, ob da was Sinnvolles drin stand. Ich finde die Note ja nicht. Okay, also das heißt, ich muss jetzt wirklich zurückgehen, um dir zu sagen, wo du hingehst. Ich bin am Anfang da, wo wir an den Tunnel rausgekommen sind. Ey, ich habe keine Ahnung, wohin ich muss, aber ich laufe jetzt einfach mal. Nee, da ist es wieder. Ja, ich seh's. Also ich bin jetzt im Dunkeln. Ja, mal gucken. Also ich sehe den Schatten. Ich bin doch irgendwo. Und es ist vorbeigelaufen. Ja, sehr schön. Okay, jetzt weiß ich, dass es links gelaufen ist. Also jetzt kommt dieses Hide and Seek. Oh fuck. Darauf habe ich halt gerade keinen Bock. Wolfi, gib mir noch mal einen Hinweis, wo du ungefähr bist. Irgendwie ein Schild oder sowas. Hier. Ja, warte. Also jetzt wird es bei mir hier gerade echt eng. Ich muss nämlich. Ist hier ein Schild? Hier ist nämlich eine Wegzweigung. Hier steht kein Stuhl. Ja, ich weiß, das sind alles Anhaltspunkte, die dir gar nichts bringen. Okay, jetzt bin ich gerade bei Küche, also ein Teil bei Küche. Ey, Dude, da komme ich nie wieder zurück. Okay, ich bin bei Area Cells 3. Okay. Ah, fuck, ey, da komme ich nie wieder zurück. Hier ist eine Treppe nach unten. Ich weiß auch nicht, ob das gut ist oder schlecht. Wer klopft denn da? Boah, hat der Teppich mich. Ich habe mich gerade über den Teppich aufgeregt. Ah ja, Area Cells, ja, da bin ich auch. Die Treppe bist du. Die Treppe bin ich gerade wieder hochgegangen. Ah, okay, ja, ich bin wieder am Anfang. Okay, ja, warte, jetzt habe ich's. Also, links müssen wir. Also jetzt auf dieses Schild dazu, wo. Also ich muss hier das Ganze ein bisschen dunkler machen als du, weil. Bei mir hier ganz gerne ein Monster rumläuft. Also ich bin jetzt links. Also ich stehe jetzt noch vor dem Schild Zellenblock 3.
Ich weiß nicht mehr, wo das Schild ist. Scheiße, wo war das Kackschild? Ja, ich glaube doch. Da vorne ist einmal links, einmal rechts geht's ab. Nee, ich habe mich wieder verlaufen. Ich hab keine Ahnung, wo ich bin. Ah, fuck, wo war ich denn? Das kann doch nicht sein. Bin ich jetzt komplett weich in der Birne? Ah, ich glaube, ich habe es wieder gefunden. Nein, ich glaube, ich habe es auch gefunden. Oh, ich habe ein Flashback. Ja, ich habe es gefunden. Okay, dann lassen wir gleich mal sagen, wo ich jetzt bin. Jetzt bin ich wieder am Anfang, sag mal. Irgendwie habe ich hier gerade, ich übersehe gerade irgendwo einen Eingang, an dem ich einfach vorbeilaufe. Zellblock 3 und dann links. Und dann... Ich weiß nicht mehr, wo der Zellblock 3 war, aber ich glaube hier links. Problem ist, ich muss halt hier dauernd dunkel halten, das heißt, ich sehe leider Schilder nicht. Okay, ich glaube, ich hab's. War das, ja. War das okay, irgendwie so, so ein Gefangener? Der Flashback war das irgendwie von so Gefangenen? Ja, genau, das passt. Ah, fuck ey, dieses blöde Drecksmonster da hinten. Gut, dann geh ich mal auf die andere Tür. Also es gibt eine, ich sag mal, erhellte Tür, da ist eine Note drin. Und da liegt jemand. War bei dir? Wo liegt jemand? Also ich bin einfach weitergerannt in die nächste Tür, weil das Monster da rumgeeiert ist, aber jetzt habe ich eigentlich ein bisschen... Kann ich eigentlich ein bisschen suchen? Ich brauche das Ding. Oh, da kommt eine Ratte raus. Wie nett. Oh ja, in der anderen Tür war ich gar nicht. Wo lacht wohl... Wo lacht deine Not, bitte schön? Nee, ich war in dem Raum noch nicht. Wo lacht denn bei dir die Not, bitte? Was macht denn... Also wenn du jetzt aus dem Raum mit der Leiche rausgehst, dann links. Links, ja. Links, ja. Was konnte man da gerade eben anfassen? Herzlichen Glückwunsch. Das Problem ist leider, also ich hoffe, da steht irgendwas Wichtiges drin, dass wir wissen, was wir jetzt machen müssen, weil ich weiß es nämlich nicht. Ich glaub, wir müssen in die Küche, da waren wir nämlich noch nicht. Ja, Küche, geh mir weg mit Küche. Was passiert, was wir in die Not aufnehmen? Kommt da ein Monster? Bei mir nicht, aber mein Monster ist auch erst gar nicht weggewesen. I feel like I have fled the world and all its worries. Blödes Spiel, alles Bugs, alles Bugs. Majestic creation perched upon a forest-clad hill with towers reaching well above even the highest pine trees. Following the winding road leading to the gates, give the impression of discovering something forgotten. As if journeying with Marco Polo to the hidden Xanadu. Die brauchst du für Alexander, the Baron, is a peculiar but gracious man. He seems well-versed in worldly matters, and is not at all as eccentric as I assumed. My room is exquisite, and I'm confident that no hotel for miles could even hope to match it. As the sun sets on Brennenburg, its fairy tale varnish turns to an eerie gloom. Von Daniel von Brennenburg. Alexander's strange servants are never far away. Kommt da so raus? They are a quiet lot, and their behavior could only be described as skulking. Seine Bediensteten sind komisch, Alexander seems pleased by my presence. As he puts it, it seems like I got here just in time. Ich höre die immer ganz recht. Ich denke mal, da ist eine. Ja, ich auch. So, Wolf, ich habe immer noch keinen Lassen schon mal. Wir müssen jetzt zur Küche, denke ich mal, ne? Ach, ja, oh Gott, Monster. Wo? Naja gut, ich habe mit dem Spaß ja schon die ganze Zeit zu kämpfen, insofern brauche ich gar nicht erst fragen, wo. Ich krieche halt nur noch auf allen Vieren durch die Räume. Und das ohne Lampe, ey, es ist für... Nein, fuck! Jetzt haut meine Tür ein! Bier drauf.